Wieso hast du mit Diablo angefangen und seit wann machst du es? Servus Leute, was geht eigentlich ab und willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und wie ich letzte Woche angekündigt habe, kommt heute das zweite FAQ auf jeden Fall. Danke dafür, dass ihr mir so viele Fragen in die Kommentare geschrieben habt. Das ist so heftig einfach. Es sind, glaube ich, jetzt über 20. Und deswegen wird es jetzt auch kein normales FAQ, sondern ein XXL-FAQ. Und viele von euch haben ja auch geschrieben, dass ihr wieder ein Gameplay im Hintergrund sehen wollt. Und deswegen habe ich noch ein altes Black Ops 3 Gameplay gefunden auf meiner Festplatte. Und ich habe gedacht, bevor ich wieder irgendwie eine langweilige Gunstreak, wie ich 1 von Nuklear oder 2, 3, je nachdem, gestorben bin. Und deswegen packe ich euch heute einfach mal ein 72:9 in den Hintergrund, weil ich einfach denke, es ist viel besser anzusehen, wenn man mehr Kills gemacht hat oder so. Und bevor ich jetzt hier wieder lange drum rumrede, beginne ich jetzt mal mit dem FAQ. So, die erste Frage kommt vom Sunfix. Wie bist du auf den Namen Chuckling Freestyle gekommen? So, das Diablo und Devilstick und Jonglieren und so, der Überbegriff ist Chuckling, also ist schon mal klar. Und Freestyle, weil ich mich einfach nicht drauf festlegen wollte, was ich auf meinem Channel mache und einfach immer variieren will. So einfach das, was ich Bock drauf habe. Und die zweite Frage vom Sunfix ist noch, was wird noch in Zukunft auf deinem Kanal passieren? Ja, das ist eine gute Frage. Am Freitag kommt ja auch Black Ops 3 raus und dann werde ich auf jeden Fall wieder viel mehr Gaming bringen. Ich werde auf jeden Fall mal auf eine Double Nuclear schwitzen. Und natürlich auch die, die mich für Real Life abonniert haben, es wird natürlich auch noch Real Life kommen. Also ich werde immer gucken, dass ich so ein Mix aus Gaming und Real Life bringen. Es wird auf jeden Fall ganz gut klappen, denke ich. So, die zweite Frage kommt dann vom Sir Styler. Wann hast du mit YouTube angefangen? Ja, gute Frage eigentlich. Wann habe ich mit YouTube angefangen? Ich glaube so vor einem Jahr oder so. Ziemlich genau vor einem Jahr. So, mit YouTube angefangen habe ich am 16.10.2014, aber dazu sagen muss ich noch, dass ich aktiv Videos erst seit 5 Monaten mache und es ist einfach heftig, dass ich jetzt schon 752 Abonnenten habe. Danke auf jeden Fall dafür, ich finde es ist einfach so heftig, keine Ahnung. Und die nächste Frage kommt dann vom Skiller Bob Choi, ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wieso hast du mit Diablo angefangen und seit wann machst du es? Diablo habe ich angefangen, weil der Tobi, den kennt ihr ja vom, von den anderen Videos, vom Fußballvideo und vom Vlog, der hat mal sich so ein Diablo gekauft, von Henrys war das genau. Und dann fand ich das einfach so heftig, dass ich mir zum Geburtstag auch noch ein Diablo gewünscht habe. Und das war auch das gleiche von Henrys und so. Und dann habe ich einfach gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Und ja, dann bin ich jetzt hier. Und das Ganze war ungefähr vor 5 Jahren, genau so vor 5-6 Jahren an meinem Geburtstag habe ich angefangen mit Diablo. Und Devilstick mache ich jetzt noch nicht so lange, das mache ich vielleicht seit 2 Jahren, das weiß ich aber nicht ganz genau. Den habe ich mir irgendwann mal auf Amazon bestellt. Und die zweite Frage vom Skiller Bob Choi ist, hast du eine One und hast vielleicht mal Bock mit mir zu zocken? Ich weiß jetzt nicht, ob das fürs FAQ eine Frage war, aber klar, ich kann mal mit euch zocken, aber ich habe gerade momentan nicht ganz so viel Zeit. Ich blende euch einfach mal meinen Gamertag unten links ins Bild rein. Die nächste Frage kommt von Minecrease TV. Wie geht es dir? Ja, doch, mir geht es eigentlich ganz gut. Die zweite Frage von Minecrease ist, magst du Oreo-Kekse? Ja, probieren wir sie doch einfach mal. Ja doch, schmecken eigentlich ganz gut. Aber momentan darf ich leider nicht so viel davon essen, weil ich jetzt so eigentlich mehr auf die Fitnessschiene gegangen bin. Dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht, wie ich in der letzten Zeit abgenommen habe. Ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die nächste Frage kommt vom Jasper Stelzer und diese Frage wurde mir auch zweimal gestellt. Wie alt bist du? Also momentan bin ich noch 16 Jahre, aber ich werde in ungefähr einem Monat dann 17. Die nächste Frage kommt dann von Rastlos TV. Was ist dein Lieblingsfilm oder deine Lieblingsserie? So, mein Lieblingsfilm ist eigentlich Wir sind die Millers, weil der ist einfach so heftig witzig, den habe ich schon so oft angeguckt mit einem Kumpel.
schon bestimmt 15 Mal oder so, also richtig heftig. Und ich könnte ihn einfach immer noch 50 Mal weiter angucken, weil der einfach so geil ist. Checkt ihn auf jeden Fall aus, weil es ist so witzig. Die nächste Frage kommt dann vom Prototyp 57. Was sagen deine Freunde, Schulkameraden, Familienmitglieder dazu, dass du YouTube machst? Ja, in der Schule ist es eigentlich ganz witzig, weil die sagen halt manchmal Juggles oder Juggler zu mir, aber das macht mir eigentlich nicht so viel aus. Und Freunde, die juckt es eigentlich gar nicht und meine Familie eigentlich auch nicht, also eigentlich ganz so ganz normal eigentlich. Die nächste Frage kommt dann vom Rail Khalil. Hattest du schon mal vor, einen anderen Kanal zu starten? Ja, ich habe mal kurz überlegt, ob ich einen extra Kanal mit Diablo Tutorials mache, aber dann habe ich mir so gedacht, das ist doch nicht so gut, weil damals hatte ich noch 600 Abonnenten und mit 600 Abonnenten einen Zweit-Channel zu machen, ist jetzt nicht so geil. Aber meinen jetzigen Kanal zu löschen, hatte ich auf jeden Fall noch nie vor. Und werde es auch wahrscheinlich nicht machen, weil es einfach viel zu viel Arbeit war. Die nächste Frage kommt dann vom World of Chaos. Welche YouTuber schaust du am liebsten und warum? Ja, am liebsten schaue ich eigentlich gerade momentan ApoRed und KSFreak, weil die machen einfach richtig witzige Videos. Und die Challenges und die Chatroulette-Videos von ApoRed sind auch richtig witzig. Keine Internetverbindung. Jungs, hey, ich schwöre, unser Internet ist so ranzig, es ist nicht mehr normal. Irgendwann eskaliere ich noch, deswegen. Irgendwann ist dann soweit. Also die nächste Frage kommt vom Daniel. Ist es nicht stressig, wenn man YouTube macht und gleichzeitig noch in die Schule geht? Also das ist so, YouTube ist ja nur ein Hobby und ich mach's halt in meiner Freizeit. Wenn du jetzt in deiner Freizeit zum Beispiel Fußball spielen gehst, ich weiß ja nicht, was du in deiner Freizeit machst, mach ich jetzt halt YouTube-Videos und spiel halt Diablo und so. Und ja, eigentlich ist es gar nicht stressig. Die nächste Frage kommt dann vom Firedream. Was ist dein Lieblingsessen? Welche Musik hörst du am liebsten? Also mein Lieblingsessen ist auf jeden Fall Schweinebraten mit Spätzle, weil das ist einfach richtig heftig nice. Also das könnte ich den ganzen Tag essen auf jeden Fall. Und welche Musik ich am liebsten höre? Ja, dazu habe ich euch mal ein kleines Video zusammengestellt. Ja, also ich höre natürlich nicht nur Rap, sondern ich höre jetzt zum Beispiel auch die Chartmusik oder zum Beispiel auch die Musik, die ich in meinen Videos verwende von NCS oder Trap Nation oder so, weil das finde ich auch richtig heftig, so mal so zwischendurch. Hey, ich schwöre, schon wieder Internet abgekackt. Das Internet ist schon wieder abgekackt. So, ich habe jetzt auf jeden Fall Screenshots von den Fragen gemacht und jetzt dürfte das Ganze kein Problem mehr sein. Die nächste Frage kommt dann von der Michael. Wie oft wurdest du schon von deinen Zockerkumpels, vielleicht ich, alles klar, auf hoher Streak abgefuckt? Junge, wir denken gerade einfach an die gleiche Situation. Es war ein Scharfschützenspiel auf Hijack, ich weiß es noch einfach ganz genau. Und ich habe nicht nur mit ihm gespielt, sondern auch noch mit einem anderen Kumpel. Und es kam einfach Kriegsmaschine und sie haben so geschwitzt, dass sie mich holen können. Und da bin ich auf jeden Fall noch 2 von Nuklear gestorben und ich bin so eskaliert, das glaubt ihr nicht. Die nächste Frage kommt dann von Günther Gaukele. Was geht eigentlich ab? Ja, das ist die Frage. Was geht eigentlich ab? Schreibt's mir in die Kommentare, was eigentlich abgeht. Die nächste Frage kommt dann von Random. Wie oft bist du schon 1 für Nuklear gestorben? Wie bei der letzten Frage auch schon, einfach viel zu oft. Es ist nicht mehr normal. Also das Spiel, das hasst mich wirklich. Die nächste Frage kommt dann vom Apokalyptomod. Wie heißt du in echt? Daniel. Und die zweite Frage ist, wie kommst du dazu, YouTube zu starten? Ja, wie kam ich dazu, YouTube zu starten? Ich habe halt manchmal draußen so Diablo gespielt und ich habe halt voll viele Komplimente dafür bekommen. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, wieso starte ich nicht einfach einen YouTube-Channel, wo ich einfach ein bisschen Diablo spiele. Und da ich dann auch noch gut im Gaming war, also ein paar Nuklears gespielt habe, und reden kann ich natürlich auf jeden Fall auch. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich lade auch mal ein paar Gameplays hoch und so. Und jetzt stehe ich auf jeden Fall hier. Und die letzte Frage kommt von Leonie 99999. Nee. Kannst du auch mal ein Tutorial zum Penspin machen? Ja, ich kann auf jeden Fall auch mal ein Tutorial zum Penspin machen, aber es dauert auf jeden Fall noch, weil ich will auf jeden Fall auch meine Diablo-Tutorials fortsetzen.
Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Es war auf jeden Fall jetzt ein richtig langes Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze trotzdem gefallen. Also wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Haut rein und tschüss.